Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Film, Film, Film mit mir, Larissa. Und mir, Steven. Und dem Thema unserer heutigen Folge, und das ist Claymation. Doch bevor wir damit jetzt gleich richtig loslegen, möchte ich mich gerne an dieser Stelle bei unseren ZuschauerInnen bedanken für die lieben Kommentare unter den letzten Videos. Und ganz besonders heute bei Schulaber62 und bei Sebastian Z., die uns nämlich geschrieben haben, wie sehr sie auch Doug Jones lieben und einfach für seine Performances bewundern. Und ja, das freut uns einfach immer zu hören, was ihr mögt. Und ganz besonders, wenn wir dasselbe mögen. Passend zu unserem kleinen Doug Jones Fanclub haben wir noch hier unsere neuen Gäste, die wir euch kurz vorstellen möchten. Und zwar einmal den Amphibian Man aus The Shape of Water und Abe Sapien aus dem Hellboy-Universum. Übrigens auch zwei Charaktere, die unser werter Herr Doug Jones schon in Filmen verkörpert hat. Ja, in dieser Folge geht es leider nicht um Doug Jones, aber dafür um ein ganz anderes, tolles, spannendes Thema. Claymation. Und ich würde sagen, kurz erklärt. Los. Genau, kurz erklärt. Das Thema der Folge, kurz erklärt. Claymation, im Deutschen Knetanimation, ist eine besondere Form der Stop-Motion-Animation. Dafür werden Figuren aus einem bestimmten Knetgummi, sogenannten Plastilin, vor der Kamera bewegt und fotografiert. Später werden die Bilder dann hintereinander aufgereiht gezeigt und abgespielt, sodass vor dem menschlichen Auge ein flüssiger Film entsteht. Der Begriff Claymation wurde 1976 vom US-amerikanischen Regisseur und Animator Will Vinson geprägt. Die Kunstform gibt es aber schon viel länger, möglicherweise seit 1897, dem Jahr, in dem Plastilin erfunden wurde. Wer, wann, wie und wo zum ersten Mal mit Claymation einen Film gemacht hat, kann heutzutage nicht mehr klar bestimmt werden, da die ersten Filme leider nicht mehr existieren. Der älteste, heute noch existierende Kurzfilm mit Claymation-Elementen heißt The Sculptor's Nightmare und stammt aus 1908. 1972 gründete sich das Aardman Animation Studio, das wohl bekannteste Claymation-Studio überhaupt, dem ein wahrer Durchbruch für diese Kunstform gelang. Nach zahlreichen Kurzfilmen, vor allem mit ihren mittlerweile ikonischen Figuren Wallace und Gromit und anderen tollen Projekten, realisierten sie im Jahre 2000 den ersten Claymation-Animationsspielfilm, der im Kino lief, Chicken Run, über den wir später auch noch ein bisschen sprechen werden. Bis heute ist Claymation im stetigen technischen Wandel. Der letzte große Meilenstein ist die Erfindung des 3D-Drucks. Trotz diesem bleibt Claymation eine sehr harte, zeitaufwendige Arbeit, weswegen nur wenige Filme dieser sehr besonderen, sich lohnenden Filmtechnik in die Kinos kommen. Da sind wir wieder zurück im Studio und legen gleich los mit unserem ersten Film. Und da haben wir auch den allerersten Claymation-Spielfilm, der auch in den Kinos lief, den wir eben auch schon kurz erklärt erwähnt hatten, und zwar Chicken Run. Ja, es ist nicht nur ein totaler Claymation-Klassiker, sondern einfach auch ein richtig gutes Beispiel, um einfach mal ein paar Grundtechniken zu erklären. Und ja. Das werden wir gleich machen. Nach der Handlung. Damit geht's nämlich jetzt los. Chicken Run erzählt die Geschichte der Henne Ginger, die gemeinsam mit anderen Hühnern auf der Hühnerfarm der Tweedys in Gefangenschaft lebt. Streng bewacht von Mr. Tweedy und seinen Hunden legen die Hühner Eier. Und wenn einige das irgendwann nicht mehr tun, dann werden sie von Mrs. Tweedy geschlachtet. Ginger, der dieser Zusammenhang nicht verborgen bleibt, arbeitet ständig an neuen Fluchtplänen und versucht, die Hühner zu retten. Ein Huhn allein könnte leicht entkommen, aber alle in die Freiheit führen, das ist eine Herausforderung, vor der sie steht. Die Situation, die sowieso schon sehr auswegslos ist, spitzt sich weiter zu, als die Tweedys ihre Produktion von Hühnereiern auf Pasteten umstellen wollen. Hühnerpasteten. Glück im Unglück ist, dass dann der Hahn Rocky auftaucht, und zwar von oben. Er kommt aus der Luft und landet im Gehege, bringt damit neuen Mut, denn Fliegen vom Fachmann lernen könnte die Kehrtwende sein, die diese auswegslose Situation um Geld, Leben und Tod benötigt. Chicken Run ist eine britische Produktion von dem britischen Studio Aardman Animation und ist eine Kooperation mit DreamWorks Pictures. Aardman Animation haben wir eben schon kurz erklärt, kurz erwähnt. Das Studio wurde 1972 von Peter Lord und David Sproxton als eine Art kleines Hinterhofprojekt gegründet. Und einige Jahre später kam dann auch Nick Park dazu und zusammen haben sie dann aus diesem kleinen Hinterhofprojekt ein sehr großes, sehr erfolgreiches und sehr renommiertes Animationsstudio gemacht, die bis heute ikonische Claymation-Filme wie Wallace und Gromit, Shaun das Schaf oder eben auch Chicken Run gemacht haben und weitere coole Projekte. Ja, und einfach das ganze Claymation-Business so weit nach vorne gebracht haben. Ja. Und das mit einem Film, an dem sie 2 Jahre nur gearbeitet haben. Und das war so ein großer Meilenstein in der Geschichte. Der erste Spielfilm, der im Kino gezeigt werden konnte.
und dafür nur 2 Jahre. Die Regie in dem Film haben Nick Park und Peter Lord gehabt, also ein Gründungsmitglied und quasi ein Mitglied der zweiten Stunde. Der übrigens auch Nick Park verantwortlich ist für Wallace und Gromit und Shaun the Sharp. Genau. Also auch eine sehr wichtige Person im Aardman Animation. Eine Art von Animation-Geschichte. Die Figuren in dem Film, die zu sehen sind und die auch sehr ikonischen Figuren, die sind auch für das heutige Claymation-Geschäft sehr beispielhaft, da sie eben aus 2 Teilen bestehen. Einmal aus dem Art Grundgerüst, das sogenannte Armature. Das sind bewegliche Metallskelette, die eben, wie gesagt, das Grundgerüst bilden und bewegliche Gelenke und Finger und alles drum und dran haben, wo dann eben rüber die, ich sag mal, Haut von der Figur rübergezogen wird, die früher nur aus Plastilin war, aus dieser Art Knete und heute eben auch aus Silikon, Schaumstoff oder Latex besteht. Und bei Chicken Run waren eben die Körperteile, die sich am meisten bewegt haben, in dem Fall die Arme oder Flügel und auch das Gesicht und der Kopf, die waren dann aus Plastilin, weil sie eben am beweglichsten sein mussten. Ja, also auch eine Mischtechnik, die heute auch so angewendet wird noch. Das tolle Design von den Puppen aus dem Haus Aardman ist einfach so klasse. Das ist dieses mit den eng zusammenstehenden Augen und diesem markanten Überbiss, was man einfach überall wieder erkennt, was super zeitlos ist, super lustig auch einfach. Auf jeden Fall. Und irgendwie das Ganze auf den ersten Blick zu so einem Kinderfilm macht, was es aber aus meiner Sicht überhaupt nicht ist. Kann auch mit Kindern geguckt werden, muss aber nicht mit Kindern geguckt werden. Ja, und für dieses ikonische und doch simple Design haben sie pro Woche 3 bis 4 Hühnerfiguren geschafft zu bauen. Was sich jetzt vielleicht erstmal ganz okay anhört, aber man muss halt einfach bedenken, dass die insgesamt 563 einzelne Figuren für den Film gebraucht haben, um den entstehen zu lassen. Ja, und eben diese sehr hohe Anzahl kommt auch unter anderem daher zustande, dass sie eben an mehreren Sets gleichzeitig gedreht haben. Sprich, sie brauchten mehrere Kopien von einer Figur, um eben schneller arbeiten zu können und mehrere Szenen gleichzeitig irgendwie machen zu können. Auch wieder ein Punkt, der heute so gemacht wird, immer noch. Ja, auf jeden Fall, dass es eben sehr viele Figuren davon gibt. Und ebenfalls haben sie verschiedene Größen von den Figuren gehabt. Von den Hühnern gab es immer in groß und klein welche. Da eben Szenen, wo die Menschen mit den Hühnern interagieren, die da jetzt keine riesengroßen Menschenfiguren bauen konnten, weswegen sie dann eben kleinere Hühner noch dazugepackt haben. Und diese ganzen verschiedenen Figuren kamen dann eben zusammen zu 563 Figuren, was da wirklich echt eine ordentliche Anzahl ist. Obwohl bei Claymation natürlich die Figuren total im Vordergrund sind, muss man ganz ehrlich sagen, geht es bei den Aufnahmen nicht mit den Figuren los, sondern mit der Audio. Wenn die im Kasten sind, wenn die stimmig sind, wird genau darauf passend die Frame-Anzahl berechnet, sodass man dann bei der Planung des Films und dann auch bei der Animation des Films ganz genau weiß, wie lange braucht jetzt ein Gesichtsausdruck, wie viel Zeit kann man sich nehmen, wie viel Bewegung kann man da noch extra reinbringen. Ja, ja, also es wird alles perfekt berechnet und perfekt umgesetzt. Und dass man eben wirklich bei jedem Frame weiß, welche Gesichtsbewegung passiert gerade in dem Gesicht von der Figur. Und da haben sie Replacement Animation genutzt. Replacement Animation ist im Prinzip das, dass es für jede Figur verschiedene vorgefertigte Gesichtsausdrücke gibt, die man eben beim Animieren austauschen kann, wodurch man eben dann beispielsweise so hat und dann nehmen wir den ab und machen ein neues Gesicht. Also man kann den Grundsatz vom Gesicht behalten und muss nur bestimmte ausdrucksstarke Teile tauschen. Ohne dabei die ganze Figur zu verändern. Das ist sehr vereinfacht, dass man nicht das Gesicht irgendwie verkneten muss. Und das wurde eben bei Chicken Run auch hauptsächlich mit den Mündern gemacht und die Augen wurden dann eben, da wurde dann doch das Plastilin auch teilweise verformt, um dann eben irgendwelche Mimiken auch damit zu machen. Ja, was eher noch der älterere Ansatz, der klassischere Ansatz wäre. Ja. Insgesamt 40 verschiedene Animatoren haben, AnimatorInnen möchte ich gerne sagen, haben über 120.000 Frames, jetzt sind wir da, über 120.000 Frames am Ende zum Film zusammen animiert. Und das, obwohl Chicken Run aus Kosten- und Zeitgründen nur mit 20 Frames pro Sekunde läuft und nicht mit 24, was, wie ich finde, aber auch passt einfach zum Look. Also mich hat das nicht gestört, dass es jetzt nicht die... Man merkt es auch überhaupt gar nicht. Nee, es ist halt nicht komplett reibungslos. Ja. Da ist so eine kleine eigentümliche Bewegung mit drin, aber ich finde, es passt. Was
ich auch gemerkt habe, als ich eben mir auch so während des Scenes Aufnahmen angeguckt habe, ist, dass ja die Figuren auch relativ groß sind. Sie sind ja gar nicht so klein, sprich die Sets sind auch jetzt irgendwie so groß, sondern die Figuren sind schon so eine richtige ordentliche Actionfigur irgendwie. Deswegen eben, wenn das Huhn schon so groß ist, die Hütte, in der das Huhn dann irgendwie ist, natürlich so groß sein muss. Sprich, die Sets waren tatsächlich schon echt ziemlich groß dafür, dass sie eigentlich Miniatursets sind, was Liebe zum Detail erlaubt, dass man eben auch so ein paar Kleinigkeiten im Hintergrund verstecken kann und vor allem auch die ganzen Ideen, die sie hatten, alle sind klein, deswegen benutzen sie eigentlich Sachen von Menschen als andere Gegenstände. Das fand ich auch sehr witzig. Dass ein Löffel zu einer Schaufel wird oder so. Das sind halt einfach so Punkte, die dem Ganzen eine Komik geben, die das wirklich kindertauglich macht. Ja. Da muss ich einfach nochmal sagen, für mich ist es kein Kinderfilm. Ich habe ihn tatsächlich als Kind das erstmal geguckt mit meinem Vater und meinem Bruder und natürlich auch sehr genossen, weil er eben auch sehr viel bietet, was Kindern gefällt. Dieser ganze Look ist ja natürlich sehr schön. Habe es dann eben auch jetzt nochmal für die Folge als Erwachsener gesehen und konnte es genau so genießen und habe auch viel mehr eben gesehen, was ich als Kind nicht gesehen habe und viel mehr verstanden. Und das finde ich sehr schön, dass man es sich mit jedem Alter einfach angucken kann und immer irgendwas findet, was man toll findet. Auch einfach diese Art von Humor, es ist halt auch einfach schon 20 Jahre her und trotzdem wirkt es auf mich total frisch und total lustig. Auf jeden Fall. Weil das Ganze auch irgendwo spontan wirkt, obwohl natürlich alles minutiös geplant ist. Also das ist einfach eine gute Sache. Die haben das gut geschrieben, gut umgesetzt. Definitiv von uns ein Must-See. Also, Chicken Run muss auf eure Filmliste. Ein anderer Film für eure Filmliste wäre unser Film Nummer 2. Und dabei handelt es sich um Mary und Max. Melbourne 1976. Mary Daisy Dinkle ist 8 Jahre alt und einsam. Ihre Mutter Vera raucht sehr viel und trinkt viel Sherry. Ihr Vater ist eigentlich die ganze Zeit im Schuppen hinter dem Haus und präpariert dort tote Vögel. Und in der Schule wird Mary für ihre Brille und das Muttermal auf ihrer Stirn gehänselt. Voller Sehnsucht nach Freundschaft schreibt Mary dann einen Brief nach New York an eine Adresse, die sie zufällig in einem Telefonbuch ausgewählt hat. Und dieser Brief geht dann an Max Horowitz. Max ist 44 Jahre alt und auch er ist sehr einsam. Seine sozialen Kontakte beschränken sich im Prinzip nur auf seine blinde Nachbarin Ivy, seinen Psychiater und auf eine Selbsthilfegruppe. Trotz des ziemlichen Altersunterschieds und die verschiedenen Lebenssituationen entwickelt sich eine tiefe, Jahrzehnte andauernde Brieffreundschaft, die im Film gezeigt wird. Mary and Max ist eine australische Produktion von Melodrama Pictures. Und Regie und Drehbuch kommen beide vom Regisseur, Drehbuchautor und Claymation-Animator Adam Elliott. Mary and Max ist sein erster Spielfilm, davor hat er einige Kurzfilme gemacht und der Film feierte 2009 seine Premiere beim Sundance Film Festival und war tatsächlich der allererste Animationsfilm, der dieses Festival eröffnet hat. Wie bei Chicken Run ist auch bei Mary and Max alles, was vor der Kamera zu sehen ist, komplett per Hand gemacht. Und das ist auch wirklich ein Zeichen von Adam Elliott, der macht nämlich nur Claymation-Filme, ist total bei diesem Medium irgendwie haften geblieben. Und für ihn geht es auf jeden Fall dabei nicht nur um das Ergebnis, um den fertigen Film, sondern auch um den Prozess. Ja, der Look seiner Figuren ist sehr ausgeprägt und ähnlich wie die Figuren von Aardman Animations auch mit einem sehr hohen Erkennungswert. Der Look zieht sich auch durch alle seine Projekte, also da weiß man dann auch, dass es ein Film von ihm ist. Und die Character Designs sind ebenfalls von Adam Elliott. Er hat für alle Charaktere, für alle Figuren, die in dem Film auftauchen, das Character Design gemacht. Für die ProtagonistInnen waren es aufwendigere Zeichnungen, wo man mehr sieht, wie die genau aussehen sollen, dass alles stimmt. Und bei den Nebenrollen waren es teilweise einfach nur schnelle Skizzen, die dann eben den sogenannten Sculptors gegeben wurden, also die Leute, die eben die Figuren dann im Prinzip bauen und die dann aus diesen teilweise sehr schnellen, einfachen Zeichnungen eine ganze Figur einfach gebaut haben. Ähnlich auch zu unserer alten Folge oder der letzten Folge Creature Suits, wo aus Zeichnungen auch ganze Creature Suits gebaut wurden. Aber da könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Zurück zu Adam Elliott. Und zurück zu den üblichen 24 Frames pro Sekunde. Denn die wurden eingehalten bei Mary and Max. Und das finde ich dann auch wieder lustig, weil die Figuren haben auch eine eigentümliche Art, sich zu bewegen. Aber die ist eben wirklich durch die Modellierung entstanden und nicht durch die Fotos. Also das ist ja nochmal anders bewusst eingesetzt worden. Laut Elliott haben verschiedene Teams ein Gesamttempo von 2,5 Filmminuten pro Woche geschafft zu shooten. Dabei kommen wir in unserer Rechnung auf 36 Drehwochen. Letztlich waren es aber 57 Drehwochen und dabei hatten sie insgesamt 133 verschiedene Sets mit 212 Figuren
und 475 verschiedenen Requisiten. Ja, und die sind auch wirklich, wirklich richtig schön liebevoll eingesetzt. Ja, und eben wirklich alles von dem Poster an der Wand bis zu dem Auto, was durch die Straßen fährt, zu der Kleidung von Max, ist alles in diesem irgendwie bisschen Rough, würde ich das genau, schon nennen. Ja, genau, so rough, chaotischen Stil. Irgendwie. Also man hat das Gefühl, man sieht die Daumenabdrücke im Plastilin. Und das hat auch so einen sehr schönen Look auf jeden Fall. Ja, für die Synchro wollte Elliot unbedingt Philipp Seymour Hoffman gewinnen. Und da hatte er sich so ein bisschen wie festgebissen. Über ein Jahr hat es gedauert, bis das Drehbuch überhaupt an Philipp Seymour Hoffman weitergeleitet wurde. Und der hat dann ein Glück auch Ja gesagt, denn die waren ja beim Arbeiten schon im vollen Gange. Nicht so wie bei anderen Produktionen, wo eben dann die Audioaufnahmen schon vor dem Dreh fertig sind, sondern kamen sie da teilweise erst währenddessen dazu. Aus finanziellen Gründen haben sie diese Aufnahmen auch in den USA gemacht und nicht in Australien, wo sich das gesamte Team und auch Elliot befunden haben. Philipp Seymour Hoffman hat die sozusagen alleine gemacht, ohne Beaufsichtigung vom Team. Und während der ganzen Produktion haben sich tatsächlich auch Adam Elliot und Philipp Seymour Hoffman kein einziges Mal in echt getroffen, sondern haben eben nur über Skype oder Telefon sich unterhalten können. Das Ergebnis von dem Film ist trotz all dieser Schwierigkeiten nicht aufgefallen und sehr gut geworden, sehr beeindruckend geworden und ein sehr schöner Film auch. Ja, berührend auch. Ja, am Anfang habe ich noch gedacht, es könnte auch ein Kinderfilm sein und habe mich dann über den ein oder anderen Witz gefreut, der definitiv an Erwachsene gerichtet war. Und irgendwann merkt man es dann aber, dass das definitiv kein Kinderfilm ist. Anders als bei Chicken Run. Diesen Film würde ich nicht mit Kindern gucken. Nee, auf keinen Fall. Und das eben auch einfach sehr schön ist zu sehen, dass eben dieses Medium, was eigentlich eher wirkt, als wäre es nur für Kinder, Claymation mit Knete irgendwas animieren, dass das auch wirklich genutzt werden kann, um einen Film zu machen, der ausschließlich für Erwachsene ist und der wirklich auch harte Themen anspricht, wie Depression, Einsamkeit und noch viele weitere, damit aber auch sehr respektvoll umgeht und da dem Aufmerksamkeit schenkt und so. Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass, wie gesagt, diese Kunstform Claymation auch für so einen Film benutzt werden kann. Einfach die Sache, wie bringt man Depressionen wirklich gut drüber? Ja. Und indem man es sowieso auf die Puppe und eben dieses Medium übertragen muss, ist da einfach gleich so ein künstlerischer Aspekt mit drinne, überträgt richtig gut. Auf jeden Fall. Also es hat mich sehr berührt. Kommen wir nun zu unserem letzten, unserem dritten Film. Und da haben wir Paranorman. Paranorman ist der 11-jährige Norman Babcock und der kann Geister sehen. Er hat diese spezielle Gabe, unter die er aber auch sehr viel leidet. In der Schule ist er dadurch der Außenseiter und in seiner Familie hat er leider überhaupt gar kein Verständnis. Ja, der Einzige, der ihn zu verstehen scheint, ist sein Onkel, Mr. Prendergast, der auch diese Gabe hat, jedoch von der Familie auch aufgrund noch mehr Absonderlichkeiten verstoßen wurde. Gerade als der Kontakt zwischen den beiden sich so allmählich aufbaut, stirbt sein Onkel. Und sein Geist bleibt leider nur so lange, um Norman ein Versprechen abzunehmen. Statt seinem Onkel soll nun Norman einmal im Jahr die Stadt vor einem grausamen Fluch bewahren. Ehe Norman sich zwar sieht, zieht der Himmel zu einer undurchsichtigen Wolkendecke aus, steigen Zombies aus ihren Gräbern und nehmen Kurs auf die Stadt. Gemeinsam mit seiner großen Schwester Courtney, seinem neuen Freund Neil, seinem Erzfeind und Neils großen Bruder versucht Norman, den Fluch zu brechen und die Stadt zu retten, bevor sie vernichtet wird. Paranorman ist eine US-amerikanische Produktion von Leica unter der Regie von Chris Butler, der auch den Film Missing Link gemacht hat, auch eine Leica-Produktion, und Sam Fell, der vielleicht bekannt ist aus Flutsch und Weg, ein Animationsfilm, den er auch mitgemacht hat. Und am 23. August 2012 kam dann Paranorman in die deutschen Kinos. Leica hat sich Anfang der 2000er Jahre gegründet und hat hier mit Paranorman den ersten Claymation-Film gemacht, der für die Mimik und die Replacement-Animation 3D-Farbdruck verwendet hat. Also wieder ein Meilenstein in der Claymation-Geschichte. Und genau dieser 3D-Farbdruck wurde eben bei allen Figuren mit Ausnahme der Zombies benutzt. Bei den Zombies waren es mechanisch veränderbare Gesichter, die mit einer Silikonhaut dann überzogen wurden, weil die ja nicht so viel reden mussten, die haben ja eher andere Töne von sich gegeben. Und dadurch ging zwar diese Teile von diesem handwerklichen Aspekt verloren, gleichzeitig kam aber dadurch viel flüssigere Bewegung im Gesicht dazu, weil eben am Ende auch 33.000 Gesichter für Paranorman gedruckt wurden, was auch eine ordentliche Anzahl ist. Aber was auf jeden Fall nochmal zeigt, dass
Leica dahingehend auf jeden Fall einen modernen Aspekt zur Claymation-Animation bringt. Ja, und sie vereinfachen es nicht einfach nur durch diese modernen Ansätze. Das birgt alles dann seine eigenen Arbeiten wieder mit sich. Zum Beispiel ist der 3D-Druck noch gar nicht so zuverlässig, dass alles genau gleich dabei rauskommt. Vieles musste per Hand nachgemalt werden und einfach angeglichen werden. Und bei 33.000 Gesichtern ist das doch eine Menge Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Leica hat aber nicht nur den Bereich Replacement Animation weiterentwickelt, auch haben sie überhaupt im ganzen Film das erste Mal Stop-Motion und CGI zusammengenommen in der Claymation. Zum Beispiel die Monster haben einen grünen Schimmer, der wurde nachträglich mit CGI eingefügt. Und auch der Himmel, der sonst klassischerweise bei Claymation mit Hand gemalt wurde, ist mit CGI animiert worden. Trotzdem hat Leica da sehr viel Stop-Motion reingebracht. Die Geister sind trotzdem Figuren, die sie bewegt haben, aber die haben sie halt dann mit CGI noch ausgebessert oder erweitert, dass dann eben noch mehr dadurch entsteht. An diesen Stellen mit CGI hat halt Leica ein paar Dinge vereinfacht. Also ist natürlich trotzdem sehr aufwendig, aber hat dann ein paar Dinge eben einfacher gemacht. Aber dadurch haben eben andere Stellen auf jeden Fall an Komplexität gewonnen, wie beispielsweise diese sehr realen, sehr detaillierten Figuren. Alle Figuren sind halt komplett auch durchgestylt und durchgeplant, auch teilweise mit Echthaar, sogar Perry Normans Haare, Normans heißt er ja nur, Normans Haare wurden mit Ziegenhaaren tatsächlich unter anderem gemacht. Oder die Haare von Neil, diese Locken, wurden dann mit so Seidebändern gemacht, die dann zusammengerollt wurden. Also da steckt auch super viel Arbeit und super viel Liebe zum Detail in diesen Charakteren. Auch der Rucksack von Norman, der so kleine Patches drauf hat. Also so wirklich so Mini-Dinger, die aber so eine Echtheit dazu irgendwie bringen. Das ist auch durch das sehr, Material, sehr was da gemischt wurde. Genau. Also das wendet sich total von dem Plastilin an diesen Stellen ab und geht wirklich in organische Materialien rein. Ja. Was auch einfach spannend ist. Genau. Da sind halt nicht nur diese Figuren sehr detailliert, sondern eben auch diese ganzen Sets. Denn wie bei Marion Max und wie bei Chicken Run sind die Figuren auch irgendwie so groß. Sprich, die Welt um die herum ist auch ziemlich groß. Und durch diese Größe kommen sehr viele Details dazu, die bei Paranorman wirklich echt sehr beeindruckend sind. Allein schon das Zimmer von Norman ist durchgestylt mit irgendwelchen Zombie-Plakaten und kleinen Figuren und Lichtern. Und man könnte im Prinzip an jeder Stelle von dem Film auf Stopp drücken und den ganzen Hintergrund einfach absuchen nach irgendwelchen Kleinigkeiten, die man da sieht. Also da wirklich vor allem in den Innenräumen von irgendwelchen Häusern und so sind so viele Dinge versteckt. Ja, also man kann gerade bei den Sets auch total vergessen, dass das eine Claymation-Animation ist. In den anderen beiden Filmen, die wir hier auch vorgestellt haben, ist ein gewisser Minimalismus mit drin. Es sind wenige Gegenstände, die dann natürlich sehr im Fokus stehen. Und bei Paranorman gibt es wirklich so viele Dinge im Hintergrund, dass man ganz erstaunt ist, dass für jedes einfach sehr viel Zeit aufgewandt wurde, um das entstehen zu lassen erstmal. Also letztlich, wie gesagt, auch ein sehr schönes Gesamtpaket. Nun kommen wir zum Schluss. Zum Ende dieser Folge. Wir haben euch drei Claymation-Filme gezeigt, die verschieden Claymation genutzt haben für verschiedene Themen und alle in ihrem einzigartigen, schönen Stil einen wunderschönen Film geschaffen haben. Ja, wir hoffen, wir konnten euch irgendwie Lust machen auf dieses kleine, aber feine Genre, was eben doch oft fälschlich für ein Kindergenre gehalten wird. Ja, und wo eben wirklich so mega viel Arbeit drin steckt. In allen Bereichen, in diesem ganzen Ablauf in dem Film steckt so viel Arbeit und so viel Liebe drin. Und die Teams dahinter sind immer, geben da sehr viel Arbeit rein. Deswegen merkt man das auch immer bei den Filmen, dass das sehr, sehr, sehr runde Dinger sind. Ja, also gerade bei dem Character Design. Bei jedem dieser Filme hatte ich das Gefühl, dass jede Figur die Hauptperson sein könnte. Und das ist einfach schön. Ja. Macht und Spaß zu gucken. Wie gesagt, auch die Sets in jedem Film. Stevie wollte sich schon wieder frei bewegen in der Welt. Ja, auf jeden Fall. Man will einfach in diese Welten reintauchen und da sich eben bewegen. Und letztlich kann man auch sagen, dass alle von diesen Filmen, die alle diese Filme sehr zeitlos sind. Man könnte sie sich noch in 20 Jahren angucken und sie sind immer noch gut. Claymation ist eine Kunstform, die auf jeden Fall hoffentlich uns noch sehr lange halten bleibt und die immer cool sein wird. Ja, ich würde sagen, das ist unser letztes Wort. Cool sein.
Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Wünsche, Anregungen, alles gerne in die Kommentare unten rein. Was sind eure Lieblings-Claymation-Filme oder Serien in Bezug auf Shaun the Sharp beispielsweise? Kanntet ihr vielleicht den ein oder anderen Film aus eurer eigenen Kindheit, so wie Steven? Genau. Alles unten rein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.